Der Anführer der tunesischen Islamistenbewegung ist aus dem Exil zurückgekehrt. Hunderte von Anhängern begrüßten Rachel Ghannouchi am Flughafen von Tunis. Der 69-Jährige hatte mehr als 2 Jahrzehnte im Exil in Großbritannien verbracht. Ghannouchis bisher verbotene Partei Ennahda gilt als eine gemäßigte islamische Gruppierung. Ghannouchi erklärte, dass er persönlich kein politisches Amt anstrebe und versprach, die tunesische Verfassung zu achten. Ennahda respektiere Religionsfreiheit, politischen Pluralismus, Meinungsfreiheit und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, so der Islamistenführer. Er könne daher nicht verstehen, warum sich einige Frauen vor ihm fürchten. Mit den Massendemonstrationen, die vor 2 Wochen zum Sturz von Präsident Ben Ali führten, hatte Ghannouchis Ennahda kaum etwas zu tun. Die Proteste der tunesischen Opposition haben inzwischen nachgelassen. Die Übergangsregierung bereitet Neuwahlen vor.